Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part zu unserem Sun and Moon Display. Ich bin ein wenig traurig, dass es sich jetzt langsam dem Ende nähert. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Booster. Und zwar sind das die letzten vier Booster, die wir jetzt hier öffnen können. Und wir sollten doch hier definitiv noch was rausziehen. Da bin ich definitiv von überzeugt. Und deswegen reißen wir die Dinger jetzt einfach direkt auf. Ohne Rücksicht auf Verluste hier. Und schauen mal, was hier noch so Schönes bei rauskommt. Ich habe dann auch noch das ganze Recap, beziehungsweise alle Pulls, die ich euch nochmal zeigen möchte. Ich hoffe, wir werden ein furioses Finale. Haha, mein Deutschlehrer wäre stolz auf mich. Und so, Poplio, Togedemaru, eins meiner Lieblings-Pokémon der neuen Evolution, der Generation, nicht Evolution, Gigalith. Gigalith, das hört sich so an wie Gigalith. Haha, Gigigil, Gigigil, blablabla, egal. So, und ein Arcanine als normale Holo, beziehungsweise generell überhaupt mal wieder eine Holo. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Hat ein sehr, sehr schönes Artwork. Und ja. Machen wir einfach mal weiter. Weiter im Programm, meine lieben Freunde. So. Wir haben eine Wasserenergie. Elima. Persimmon. Damit möchte ich mir auf jeden Fall ein Deck bauen. Persimmon ist irgendwie eine coole Karte. So, Pokémon Catcher. Pipek, Spearow, Fomantis, Morlul, Skarmory, Morlul Reverse. Und ein Golduck. Es ist in Ordnung. Nichts Besonderes. Aber hey, why not? Why not? So. Das ist jetzt das vorletzte Pack für unser Display. Und es ist schon traurig, dass es so langsam aber sicher jetzt... Komm. So langsam aber sicher jetzt vorbeigeht. Aber wir haben noch ganz viele andere Packs aufzureißen. Vielleicht auch mal wieder nochmal Sun and Moon. Ich guck mal. Ich guck mal. So, Krokorok. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt auf die nächste Edition, was da noch so kommen wird. Ich habe ja schon einige Scans gesehen und einige Karten und die Booster-Artworks sehen cool aus. Und da werde ich ja wie gesagt auch ein englisches Display aufmachen, was ich mir von Deriums mit Bulk ertauscht habe. Und ja, ne? So, Sandile, Alolan Raticate und ein Toucanon. Das heißt, alle unsere Hoffnungen auf eine letzte Ultra-Rare, die liegen auf diesem Pack. Wir müssen doch hier noch eine rausbekommen. Bitte, bitte, bitte. So, Freunde. Letztes Pack. Letzte Chance. Und wir fangen an mit einer Feuerenergie. Boldor. Switch. Alolan Persian. Alolan Grimer. Togedemaru. Stuffle. Melanie, Merani, Mirai, was auch immer. Dupider, Crobat und ja, nur ein Hariyama. Oh, verdammtes Hariyama. Also ich muss sagen, das Display war doch etwas unterdurchschnittlich. Leider. So, und wir haben hier in diesem Part ein Arcanine gezogen und wir fangen an mit unserem, ja, Recap, was wir aus diesem Display rausgezogen haben. Wir haben gezogen, unsere Full Art Trainer war ein Elima und jetzt haben wir doch nur noch normale GX gezogen. Und zwar haben wir Lurantis gezogen, wir haben Espeon, Dauros, Decidueye und President Trump haben wir gezogen. Das heißt, 6 Ultra Rare Pulls ist in Ordnung, aber ich habe mir doch gehofft, dass hier noch eine Full Art drin ist. Aber naja, kann man halt nichts dran ändern. So, ich würde sagen, wenn es euch denn noch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Und wenn ihr nochmal wollt, dass ich ein Display in diesem Style öffne, dann sagt mir das gerne Bescheid in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann haut rein. Bis dann und ciao, ciao.